zum heutigen Landwirt.com Live-Event zum Thema Nährstoffe mobilisieren und Düngerkosten sparen mit Kalk. Die Kalkung spielt für den Boden-pH-Wert und insbesondere für die Mobilisierung von Nährstoffen eine sehr große Rolle. Außerdem hat sie Einfluss auf die Düngerkosten, die Resilienz gegenüber Starkniederschlägen sowie das Wasserspeichern in Trockenperioden. Diplom-Ingenieur Dominik Gruber von der Firma Bodenkalk präsentiert uns, wie mit Kalk Nährstoffe mobilisiert werden können und damit auch Geld gespart werden kann. Und außerdem geht er auch auf die Qualität von Düngekalken ein und darauf, wie Lösungen in der Praxis aussehen können. Ein administrativer Hinweis für Sie, liebe Zuseher, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, im Chatfenster Fragen zu stellen. Diese werden gesammelt und dann als Abschluss des Live-Events von Dominik Gruber beantwortet. Und sollten Ihnen im Nachhinein noch Fragen einfallen, so können Sie diese gerne per Mail an landwirt.com schicken. Wir leiten diese Fragen natürlich sehr gerne an die Firma Bodenkalk weiter. Somit bleibt mir noch Ihnen einen angenehmen und informativen Abend mit Diplom-Ingenieur Gruber zu wünschen und viel Spaß bei diesem spannenden Thema. Ja, danke für die Einleitung. Einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mich selbst auch kurz vorstellen. Mein Name ist Dominik Gruber und ich bin bei der Firma Bodenkalk für den Bereich bodenkundliche Fachberatung und Forschung angestellt. Ich darf heute ein bisschen was über das Thema Nährstoffe mobilisieren und Düngerkosten sparen mit Kalk sagen. Und ich möchte gleich ins Thema kommen. Und ganz zu Beginn möchte ich einmal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Düngung und einer Kalkung. Bei der Düngung, das werden vielleicht eh einige wissen, geht es um eine Nährstoffzufuhr für die Pflanze. Das heißt, die Nährstoffe, die da ausgebracht werden, dienen der Pflanzenernährung und sollen der Pflanze eben als Nahrung dienen. Bei der Kalkung im Vergleich dazu ist es so, natürlich ist das enthaltene Calcium und Magnesium aus dem Kalk auch ein Nährstoff für die Pflanze und sozusagen eine Nahrung für die Pflanze, Nährstofflieferant. Die Kalkung selbst an und für sich dient aber der Bodenverbesserung. Man tut damit den pH-Wert regulieren, den pH-Wert anpassen. Durch das Calcium, das eingebracht wird, wird die Bodenstruktur gelockert, stabilisiert und durch die pH-Wertregelung, die pH-Werterhöhung, kann man auch das Bodenleben aktivieren, weil eben auch diese gewisse pH-Werte benötigen, eben, um gut arbeiten zu können, um reaktiv zu sein und für uns ihre wichtigen Tätigkeiten machen zu können. Das heißt, die Kalkung selbst wirkt in erster Linie für den Boden als Bodenverbesserung. Nährstoff liefern tut sie auch für die Pflanzen, aber in erster Linie wirkt sie auf den Boden, verbessert damit die Standortverhältnisse und auch die Nährstoffverfügbarkeit. Dann ist der wichtige Punkt, den ich heute besprechen möchte: Wie kann man jetzt mit einer Kalkung Nährstoffe mobilisieren? Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das und was passiert da im Boden? Also grundsätzlich ist es so, dass die Kalkung quasi eben die Grundlage ist, dass mein pH-Wert im Boden passt. Wenn der pH-Wert passt, dann stimmt in der Regel auch die Nährstoffverfügbarkeit. Das heißt, die Kalkung an sich ist die Grundlage dafür, dass einmal die Düngung in weiterer Folge funktioniert. Ganz wichtig ist jetzt, dass man sich einmal mit dem Thema pH-Wert beschäftigt. Was sagt der pH-Wert im Boden mir eigentlich aus? Und dazu möchte ich jetzt vorweg einmal so eine ganz einfache pH-Wertskala zeigen. Da sieht man, das ist eine Skala von 0 bis 14. In der Mitte bei 7 wäre das sogenannte neutrale Bereich. Darunter spricht man vom sauren Milieu und darüber eben vom alkalischen Bereich. Wir sehen hier auch so ein grünes Kästchen und das ist eben sozusagen der günstige pH-Bereich, wo wir eben Landwirtschaft betreiben können und wo das System Boden an und für sich recht gut funktioniert. Wo sie da an der Grafik auch noch hervorheben möchte, ist einfach,
diese H-Plus-Ionen, die wir links oben sehen, diese Wasserstoff-Ionen, diese wirken eben versauernd im Boden und je mehr ich von diesen im Boden habe, umso saurer wird mein pH-Wert. Das heißt, der pH-Wert an sich gibt mir nur Auskunft, wie viele beispielsweise von diesen Wasserstoffionen sind vorhanden. Und jetzt gibt es dann immer wieder die Frage auch, ja, welchen pH-Wert brauche ich eigentlich bei meinem Boden? Und das ist immer eine Frage, die lässt sich jetzt gar nicht so einfach beantworten. Weil das hängt eigentlich von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich hängt es einmal von der Bodenart ab. Wenn ich einen sehr sandigen Boden habe, verträgt er grundsätzlich einen geringeren pH-Wert. Und je höher der Tonanteil beispielsweise ist, umso höher muss der pH-Wert sein. Weil einfach diese Tonteilchen, diese Tonminerale, sehr kleine Teilchen sind im Vergleich zum Sand. Und die müssen dann mit dem Calcium, mit dem freien Calcium verbunden werden, damit ich die gute, stabile Bodenstruktur sichern kann. Also es hängt einmal von der Bodenart ab und dann hängt es auch davon ab, ob ich eben beispielsweise einen Acker oder ein Grünland. Das Grünland hat ja von Haus aus ein bisschen einen höheren Humusgehalt und verträgt daher im Vergleich zum Acker ein bisschen einen niedrigeren pH-Wert. Und beim Acker ist wiederum so, da kann man wieder unterteilen, kleiner 4% Humus, größer 4% Humus. Der Humus ist da ein wichtiger Faktor, weil auch der Humus, wie man weiß, ein ganz wichtiger Bestandteil im Boden ist, der auch Nährstoffe, Wasser und so weiter sehr gut speichern kann. Und je mehr Humus, das ich habe, umso geringer kann tendenziell der pH-Wert sein. Mit dem möchte ich einfach zeigen, wie kompliziert oder dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, okay, ich brauche jetzt den und den pH-Wert im Boden. Mit dieser Grafik möchte ich einmal ein bisschen Bewusstsein schaffen, was heißt das jetzt? Was heißt pH-Wert 7, was heißt pH-Wert 6, was heißt pH-Wert 5? Und da geht es jetzt wieder um die Anzahl dieser Wasserstoffionen, dieser H-Plus-Ionen, die in den Boden eingetragen werden. Hauptsächlich wird es durch den Regen eingetragen, das Wasser, das H2O, dissoziiert im Boden. Also das geht quasi auseinander, zerlegt sich. Und dabei werden eben diese Wasserstoffionen frei. Und diese versauern dann eben den Boden. Wenn man sich jetzt diesen pH-Wert von 7 da anschaut, hat man beispielsweise 100.000 Wasserstoffionen. Wenn man sich jetzt weiter anschaut, nach unten, pH-Wert 6, da habe ich schon 1 Million von diesen Wasserstoffionen. Das heißt, das wäre das Zehnfache. Das heißt, der pH-Wert 6 ist 10-mal saurer schon als der pH-Wert 7. Wenn man sich das weiter anschaut, der pH-Wert 5 ist 100-mal saurer als der pH-Wert 7. Da haben wir schon 10 Millionen Wasserstoffionen. Und wenn man sich das so anschaut, denke ich, ist das ganz verständlich, dass das eine Auswirkung hat auf die Pflanzen, auf die Nährstoffverfügbarkeit und dass sich das, dass da einfach Probleme gibt, auch für das Bodenleben, weil je saurer das wird, umso unwirtlicher ist eben, sind eben die Lebensbedingungen für die Bodentiere. Und deshalb sollte man da eben wirklich ein Augenmerk drauf haben. Wenn ich beispielsweise von einem pH-Wert von 5 wieder auf 7 zurückkommen will, brauche ich beispielsweise dann die hundertfache Menge an Kalk, dass ich das wieder neutralisieren kann und auf dieses Niveau heben kann. Und dann gibt es noch als extremes Beispiel den pH-Wert von 4, da habe ich beispielsweise nämlich schon 100 Millionen Wasserstoffionen und das ist dann nicht wirklich extrem sauer, wo ich dann schon wirklich auch Probleme habe, dass meine Tonminerale zerfallen, dass Aluminium im Boden freigesetzt wird und ja, da hat man ein richtiges Problem, wenn man den pH-Wert einmal so weit fallen lässt. Also so weit sollte man es nicht kommen lassen. Und ich will einfach damit sagen, dass schon ein großer Unterschied ist zwischen den einzelnen pH-Stufen, dass da ein Faktor 10 dazwischen ist und dass man einfach einmal ein bisschen ein Gespür für das bekommt. Da haben wir jetzt gleich einmal ein Foto von einer Messe und da sieht man schon, welche Auswirkung das eben der pH-Wert hat auf die Nährstoffverfügbarkeit in dem Fall. Im Vordergrund sehen wir da recht kümmerliche Maispflanzen. Man sieht auch da im Tafel pH-Wert 4,3. Wir werden dann später sehen, dass beim pH-Wert 4,3 die Nährstoffverfügbarkeit sehr gering ist.
bei den Nährstoffen. Das heißt, die Pflanze hat da Probleme, dass sie die Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen kann. Und bei so niedrigen pH-Werten ist zusätzlich das Problem, dass auch die Haarwurzeln von den Pflanzen geschädigt werden. Das heißt, der zusätzlich, kann man sagen, weniger Netzwerk, weniger Reichweite im Boden, um Nährstoffe und Wasser beispielsweise aufzunehmen. Im hinteren Bild sehen wir, oder im hinteren Teil sehen wir eben diese recht staatlich gewachsenen Maispflanzen im Vergleich. pH-Wert 6,9, also nahe am neutralen Bereich. Und grundsätzlich ist bei den Nährstoffverfügbarkeiten ja so, rund um diesen neutralen Bereich sind die Verfügbarkeiten am höchsten. Und da sieht man einfach, was da die Auswirkung ist, wenn der pH-Wert einfach passt. Dasselbe Boden, nur der pH-Wert ist der Unterschied. Und die Auswirkung ist da auf dem Bild, glaube ich, ganz klar und gut ersichtlich. Da haben wir noch so ein Beispiel, diesmal wirklich aus der Praxis. Und zwar sehen wir da so einen lokalen Totalausfall der Maispflanzen mitten im Feld, würde ich jetzt da sagen. Und da ist eben das Problem auch wieder ein sehr niedriger pH-Wert von 4. Der Landwirt damals hat da eben gesagt, ja, eigentlich hat er eh ordentliche Mengen vom Düngemittel ausgebracht. Er hat eh gescheit gedüngt. Die Sache war aber das, er hat den pH-Wert vernachlässigt. Und da sieht man eben sehr gut, wenn die Kalkung nicht stimmt, wenn der pH-Wert nicht passt im Boden, dann kann ich düngen. Und das wirkt aber nichts. Das heißt, ich habe meine teuren Düngemittel, die im Vergleich zum Kalk ja wirklich viel teurer sind, verschwendet, mehr oder weniger, weil diese Nährstoffe dann einfach festgelegt werden und nicht für die Pflanzen verfügbar sind. Wenn man da dann schaut, dass man den pH-Wert wieder erhöht, dann sollte das Problem sich da auch sehr gut beseitigen lassen. Und da möchte ich jetzt einmal zeigen, wie sich das beim Stickstoff beispielsweise auswirkt. Also die grünen Balken zeigen eben die Verfügbarkeit des Stickstoffs und das rote zeigt eben, dass der Stickstoff dann zunehmend nicht verfügbar wird oder verfügbar ist. Auf der unteren Achse sehen wir den Boden-pH-Wert von 7 bis 4,5 und links sehen wir die Verfügbarkeiten des Stickstoffs eben von 100 bis minus 80% aufgetragen. Wenn wir jetzt ganz links schauen, beim pH-Wert von 7, ist der Stickstoff zu 100% verfügbar, das passt. Wenn man sich das jetzt anschaut, wenn es nur um einen halben pH-Wert absinkt, quasi auf 6,5, hat man schon einen Verlust von 5%, also einen Verlust der Verfügbarkeit. Beim pH-Wert 6 hat man schon bereits dann 11%, also rechnen wir mit 10% irgendwo Stickstoffdünger kosten jetzt glaube ich so 650 Euro die Tonne, hätte man schon 65 Euro Verlust. Obwohl man doch ja eher einen ganz guten pH-Wert von 6 hat. Schaut man sich das dann weiter an, fällt man um nur halbe Stufen ab auf pH 5,5, dann hat man schon 23%, also fast ein Viertel Verlust. Und jeder, der da jetzt rechnen kann, wird sagen, ja okay, es lohnt sich absolut, dass ich meinen Boden regelmäßig kalke, dass ich schaue, dass mein pH-Wert passt, weil ich dann einfach eine optimale Ausnutzung der Nährstoffe erziele oder auch der Düngemittel, die ich eben ausbringe. Da habe ich noch ein weiteres Beispiel. Phosphor ist ja auch wieder Thema. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Grünland. Wir sehen da die obere Bodenanalyse. Da sehen wir, dass das Phosphor, das pflanzenverfügbare Phosphor in der Gehaltsstufe A ist, also sehr niedrig. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass der pH-Wert in Calciumchlorid in dem Beispiel bei 5,1 liegt, also im sauren Bereich. Und beim Phosphor ist es so, dass der im sauren Bereich von der Verfügbarkeit her sehr schnell abnimmt. Das Problem haben viele Landwirte im Grünland, sage ich mal einfach, weil die Böden dort teilweise relativ sauer sind. Dann habe ich da ein Problem mit dem Phosphor. In dem Beispiel ist jetzt so, da ist keine Phosphordüngung durchgeführt worden, sondern da wurde der Boden gekalkt. Und wenn man da jetzt in der unteren Analyse sich das anschaut, wurde der pH-Wert auf den Bereich oder auf den pH-Wert 6,9 angehoben und damit wurde auch dann die Phosphorverfügbarkeit verbessert. Das Phosphor wurde dann quasi wieder verfügbar und ist dann für die Pflanzen als Nährstoff da. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen konkretisieren, warum das so ist beim Phosphor. Und zwar sehen wir da auf der unteren Achse die pH-Werte aufgetragen von 3 bis 9.
und auf der linken Seite die Verfügbarkeit des Phosphors von sehr gering bis hoch. Und diese rote Kurve da zeigt einfach, wie sich diese Phosphorverfügbarkeit über die einzelnen pH-Werte verhält. Und im vorigen Beispiel habe ich gesagt, das Phosphor hat da 5,1 gehabt vom pH-Wert her. Oder der pH-Wert war 5,1. Und bei 5,1, wie wir sehen, ist der Phosphor von der Verfügbarkeit sehr schlecht. Da haben wir einen relativ niedrigen Punkt, da ist ganz schlecht verfügbar. Was kann ich jetzt machen, um diese Verfügbarkeit wiederherzustellen? Wenn man sich anschaut, die höchste Verfügbarkeit vom Phosphor ist im Bereich von 6 bis 7,3. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kalkung durchführe und den pH-Wert anhebe, steigt automatisch auch diese Verfügbarkeit vom Phosphor mit. Und das passiert einfach da im Boden, so kann man sich das vorstellen. Jetzt sieht man da auch die höchste Verfügbarkeit, die obere Grenze ist 7,3. Das heißt, wenn ich über einen pH-Wert von 7,3 komme, und es gibt ja durchaus Böden, die so hohe pH-Werte auch haben, die haben dann halt wieder das umgekehrte Problem. Da ist der pH-Wert dann zu hoch und dadurch eben das Phosphor fixiert. Da muss ich dann halt schauen, dass ich den pH-Wert mit sauer wirkenden Düngemitteln, wie einem Harnstoff oder irgendwas, ein bisschen nach unten bringe. Und dann sollte sich die Verfügbarkeit des Phosphors auch wieder einstellen. Genau, und jetzt, diese Grafik ist irgendwie ganz essentiell. Die zeigt sehr gut, wie sich das verhält bei den einzelnen Nährstoffen. Da sehen wir oben wieder den pH-Wert aufgetragen. Also die Verfügbarkeiten sehen wir dann darunter, im sauren Bereich, im neutralen Bereich und im basischen Bereich. Und ich fange jetzt beim Stickstoff kurz an. Man sieht beim Stickstoff eben, dass im sauren Bereich bis zum pH-Wert 6 ja eh relativ gut verfügbar. Wie wir vorhin im Beispiel gesehen haben, hat man da aber dann doch auch schon Verluste. Und ab pH-Wert 6 geht es dann relativ schnell bergab mit der Verfügbarkeit. Ich habe erhöhte Verluste. Phosphor ist da ein sehr extremes Beispiel. Wie wir gesagt haben, eben im Grünland ist das sehr häufig ein Problem, nur da eher niedrigere pH-Werte einfach haben. Der fällt relativ rapide vom pH-Wert 6,5 weg schon von der Verfügbarkeit relativ stark ab. Grundsätzlich ist es so, dass allgemein die Nährstoffe im neutralen Bereich, im Bereich um den neutralen Bereich, alle relativ gut verfügbar sind. Natürlich habe ich nicht immer genau diesen pH-Wert im Boden. Das ist auch mal klar, aber grundsätzlich werden in diesem Bereich die Nährstoffe optimal verfügbar. Und Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel, Calcium, Magnesium, die nehmen eben im sauren Bereich dann recht stark ab. Eisen, wie man sieht, das nimmt da ein bisschen zu. Mangan, Bor, Kupfer, Zink, also die nehmen da in diesem Bereich eher dann eben zu. Und diese Grafik zeigt einfach sehr gut, dass es sich absolut auszahlt, dass man schaut, regelmäßig korrekt, sich den pH-Wert anschaut und ich damit auch mir meine Verfügbarkeit der Nährstoffe in einen guten Bereich einfach halt. Genau, das war jetzt das Thema mit der Nährstoffverfügbarkeit, wie man sich das vorstellen kann. Und jetzt möchte ich zum Thema kommen, wie kann der Kalk dabei helfen, dass wir Wetterextreme abfedern. Wir wissen ja, der Klimawandel, der ist real, der Klimawandel passiert. Man merkt, es gibt immer unregelmäßigere Niederschlagsverteilungen, lange Trockenperioden und dann plötzlich recht starke Niederschläge, wo ich schauen muss, dass ich das Wasser, das da fällt in kurzer Zeit, dass das wirklich in den Boden hineingeht und dass das im Boden auch so gespeichert wird, dass das Pflanzen verfügbar ist. Und das möchte ich jetzt ein bisschen besprechen, wie das funktionieren kann mit Kalk. Grundsätzlich möchte ich da mal auf den Begriff Sorptionskomplex verweisen. Dieser Begriff mag vielleicht ein bisschen kompliziert klingen. Im Endeffekt, wenn man sich einmal überlegt und das anschaut, was das eigentlich ist, da geht es eigentlich nur um die Bodenoberfläche, die negativ geladen ist und dadurch eben Nährstoffe speichern kann. Also da geht es dann in erster Linie, sage ich jetzt einmal, um Ton, Humus, Oxide und Hydroxide.
Und das ist einfach das Entscheidende, weil eben Ton und Humus hauptsächlich negativ geladen sind. Und das ist eben der Vorteil, die sind in der Lage, positiv geladene Nährstoffe wie Calcium, Magnesium, Kalium, Ammonium und so weiter eben zu speichern und den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Da sehen wir jetzt, wie so ein Bodenteilchen aussehen kann. Und zwar sehen wir da eben die Fraktionen Sand, Schluff und Ton, wobei der Sand das größte Teilchen ist und der Ton das kleinste Teilchen. Das sind sehr kleine Teilchen im Vergleich und haben aufgrund dessen auch eine sehr große innere Oberfläche. In dem Beispiel sehen wir, dass der Ton sehr kompakt aufeinander liegt und da haben wir eben das Problem, dass wir einen sehr hohen Feinporenanteil haben und das heißt auch viel Wasser ist als Totwasser gebunden. Was heißt Totwasser? Totwasser ist aufgrund dieser Dichtlagerung der Tonminerale so stark gebunden, dass die Pflanze nicht in der Lage ist, mit dem Saugdruck, sage ich mal, dieses Wasser hier zu lösen. Das Wasser ist zwar im Boden vorhanden, wird aber nicht freigegeben. Wir haben wenig pflanzenverfügbares Wasser. Was kann ich da jetzt machen, um diese Tonteilchen, um diese Struktur, sage ich, zu verbessern? Da kann ich eine Kalkung durchführen. Kurz noch zu diesen Böden. Man sieht, so ein Boden sieht dann wirklich so kompakt, so klumpig und schwer aus. Also wenn ich so einen Boden habe, das sollte nicht sein, da habe ich ein Problem, da geht mir das Wasser nicht hinein, da habe ich ein Problem mit der Bearbeitbarkeit, es hat sehr viele Nachteile. Also wie schon kurz gesagt, was kann ich da machen? Ich kann quäken, ich kann dem Boden Calcium zuführen. Was passiert, wenn ich dem Boden Calcium zuführe? Ich habe eine sogenannte Tonflockung. Das Calcium ist in der Lage, dadurch, dass es zweifach positiv geladen ist, Tonminerale, die negativ geladen sind, miteinander zu verbinden. Das heißt, es hat quasi zwei Hände und kann diese Tonminerale wie Magnete verbinden. Der Vorteil ist, dass ich dann eben so eine Gerüststruktur, so eine Kartenhausstruktur bekomme. Und da ist eben so, dass das Wasser gut in den Boden infiltrieren kann. Also das Wasser kann gut infiltrieren, wird dort im Boden dann auch gespeichert und wird vor allem auch pflanzenverfügbar gespeichert. Also das ist dieser Tonflockungseffekt, den man erreichen kann, wenn man so einem Boden dann eben Calcium hinzufügt. Wichtig ist da in diesem Zusammenhang auch, dass das Calcium auch Ton- und Humusteilchen miteinander verbinden kann. Also es kann organische und anorganische Teilchen miteinander verbinden. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann einen wirklich guten Boden sich anschauen will, dann kann man das da rechts unten sehen. Das ist ein schöner, krümeliger Boden, der hat eine gute Regenverdaulichkeit, lässt sich gut erwärmen. Wasser geht gut hinein, wie gesagt, kann gut Wasser speichern und auch die Bodentierchen können darin sich gut bewegen. Also da rechts unten sehen wir einfach, wie ein guter Boden zum Beispiel ausschauen könnte. Und im nächsten haben wir jetzt ein kurzes Video. Da sieht man, wie dieser Tonflockungseffekt hier passiert. Rechts wird kein Calcium hinzugefügt zum Boden, links wird eben dieses Calcium, dieses Freie hinzugegeben und da sieht man schon, wie sich eben dieses Calcium mit den Tonmineralen verbindet, wie eben dieser Tonflockungseffekt passiert. Also da sieht man jetzt ganz gut diese Flocken und genau durch diesen Tonflockungseffekt wird eben dann auch das Bodenvolumen erhöht und da zeige ich das Ganze jetzt nur ein bisschen genauer, was da passiert im Boden und was uns das eigentlich dann auch bringt. Und zwar kann man sich das jetzt so vorstellen, ich fange jetzt mit dem linken Bild an, da haben wir schöne, runde Aggregate und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man auch, dass man da größere Poren hat dazwischen. Also da kann man einfach das Wasser besser infiltrieren, kann besser aufgenommen werden und man sieht, wenn man jetzt das mit dem rechten Bild vergleicht, man hat auch ein höheres Wasserspeichervermögen. Beim linken Bild, im rechten Bild ist es so, dass eben
die Tonteilchen, die Tonminerale oder diese Blättchen sehr kompakt wieder aufeinander liegen. Das heißt, ich habe auch weniger Platz da für Wasser und Nährstoffe, die da beispielsweise enthalten sein können. Und durch diese plattige Struktur habe ich auch das Problem, dass das Wasser nicht gut in den Boden hineinkommt. Und natürlich habe ich dann ein größeres Risiko von Erosion beispielsweise, dass man das Wasser oberflächlich wegrinnt. Und mein Ziel muss es sein, wenn man relativ wenig Niederschlag hat, dass man wirklich auch dieses Wasser, das da dann fällt, dass das wirklich im Boden eingeht und dass ich es nicht verliere und quasi mir den nächsten Bach runterrinnt. Und genau, das bringt einfach dieses erhöhte Bodenvolumen, das ich durch diesen tonflockenden Effekt erreichen kann. Also kurz noch auch zusammengefasst, welchen Nutzen bringt jetzt dieses erhöhte Bodenvolumen? Ich habe einfach eine geringere Erosion und Verschlemmung, mehr Luftporen, durch diese mehr Luftporen auch eine bessere Erwärmung des Bodens, damit einhergehend einen früheren Saataufgang, mehr Wasserporen, haben wir eh schon besprochen, und dadurch auch eine bessere Infiltration des Wassers. Und ganz entscheidend, es gibt einen Versuch, wo dann herausgekommen ist, dass die Wasserspeicherung wesentlich erhöht werden kann. Und zwar in Trockenperioden ist da bei dem Versuch, den die Firma Bodenkalk gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Oberösterreich durchgeführt hat, dass in den Trockenperioden bis zu 20 Tage länger die Pflanzen mit Wasser versorgt sind. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, 20 Tage lang angenommen, dann ist das ein wesentlicher Faktor, dass ich da mit der Kalkung, mit der regelmäßigen Kalkung und dass ich schaue, dass alles passt, meine Bodenstruktur, ist das ein wesentlicher Faktor, dass ich da einfach 20 Tage länger meine Pflanzen mit Wasser versorgt habe. Also da kann ich schon sehr viel Schäden abwenden. Jetzt möchte ich noch ein kurzes Wort zu dieser Verschlemmung und Verkrustung bringen. Und zwar schauen wir uns jetzt da den pH-Wert an. Wir haben da jetzt beispielsweise einen Boden mit einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5. Das ist bewusst ein hoher pH-Wert. Habe ich bewusst einen hohen pH-Wert gewählt, weil es eben sein kann, dass auch Böden mit hohen pH-Werten kein freies Kalzium haben, dass die einen Kalziummangel haben. Und was ich damit zeigen möchte, ist einfach, dass der pH-Wert uns nichts darüber aussagt, wie viel Kalzium das im Boden vorhanden ist, sondern eigentlich nur, wie viel Wasserstoffionen, also wie ist die Säure, wie sauer ist der Boden. Aber über das Kalzium sagt uns in dem Fall nichts aus. Und im linken Teil jetzt, da sehen wir, wie dieser Boden vor dem Niederschlag ausschaut. Da sehen wir die Schluffteilchen und diese schwarzen Striche sind die Tonminerale und wir sehen, die sind nicht verbunden. Die liegen da frei drinnen. Wenn man sich jetzt dann weiterdenkt, dass es da unter Umständen einen Niederschlag geben könnte, ein bisschen einen stärkeren Niederschlag, dann kann natürlich passieren, dass diese Tonminerale, weil sie eben keine Bindung haben, nach unten in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden. Was passiert dann an der Oberfläche? Die Schluffteilchen bleiben übrig, lagern sich aufeinander und wenn das dann austrocknet, dann hat man die Verkrustung perfekt. Die Verkrustung bringt einige Nachteile. Die Bodenatmung entfällt eben, also es gibt keinen Gasaustausch mehr an der Bodenoberfläche. Das heißt, unter dieser Kruste kommt es zu einer erhöhten Kohlensäurebildung und der Unterboden, der versauert dann extrem stark, was wiederum Schäden auch für die Pflanzen und für die Pflanzenwurzeln zur Folge hat. Genau. Was kann ich jetzt machen, um so eine Verschlemmung zu vermeiden oder ja, zu vermeiden, sage ich mal? Ein freies Kalzium einbringen. Wichtig ist einfach, dass ich schaue, dass mein Boden, auch wenn er einen hohen pH-Wert hat, freies Kalzium hat. Und das haben wir in diesem Fall in dem Beispiel jetzt links da schematisch gemacht. Da ist ein Kalzium eingebracht worden. Das sind jetzt in dem Fall die roten Punkte. Und die verbinden eben all diese Tonschluffteilchen miteinander zu einem stabilen Gerüst. Der Vorteil ist, das Wasser kann dann zwischen diesen Teilchen gut infiltrieren. Diese Tonminerale werden nicht ausgewaschen, werden an der Oberfläche gehalten und das Wasser geht in den Boden hinein und ja, das will ich eigentlich erreichen. Das ist der optimale Fall. Was ist die
Hauptaussage dieser Folie, auch Böden mit hohen pH-Werten brauchen Kalzium bzw. können einen Kalziummangel haben. Und da möchte ich jetzt kurz zeigen, das ist auch von dem Versuch ein Video, da sehen wir im linken Bild eine Fläche, die nicht oder ein Boden, der nicht gekalkt wurde und im rechten umgerechnet mit 2000 Kilogramm pro Hektar Brandkalk. Und da muss man sich jetzt anschauen, die Infiltrationsleistung. Rechts ist es gleich mal weg, bei 3-4 Minuten, das Wasser sofort infiltriert. Und wenn man jetzt das im linken Bereich anschaut, da dauert es irgendwo 22 Minuten, bis das Wasser einmal im Boden versickert. Und da sieht man einfach, was da der Kalk für einen Vorteil bringt, einfach weil was passiert, wenn das Wasser nicht in den Boden hineingeht, dann hat man natürlich Erosion, Verschlemmung, Verlust vom Wasser und diese ganzen damit verbundenen Nachteile. Und das kann ich eben mit einer guten Struktur, mit einer Kalkung eben ganz wesentlich beeinflussen. Jetzt möchte ich kurz eine einfache Methode zeigen, wie man sich vor Ort einen Überblick schaffen kann über den pH-Wert, und zwar mit so einem sogenannten pH-Meter. Ja, in diesem Versuch möchte ich jetzt zeigen, wie man sich mit einem sogenannten pH-Meter, so einem Boden-pH-Meter, einen Überblick über seinen pH-Wert im Boden machen kann. Das pH-Meter besteht grundsätzlich aus dieser Plastikplatte, die wir hier sehen, und da sehen wir hier in der oberen Skala die pH-Werte von 4 bis 9 aufgetragen. Darunter sehen wir den Kalkbedarf aufgetragen. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Wie können wir jetzt einen pH-Wert messen? Ich muss hergehen, nehme mit diesem Löffel, der bei diesem pH-Meter dabei ist, ein bisschen Erde heraus von der Bodenprobe und gebe es in diese Grube vom pH-Meter hinein. Dann nehme ich eine Indikatorlösung. Diese Indikatorlösung ist eben dafür da, die gibt dann den Farbumschlag und zeigt mir eben dann, wo der pH-Wert sich befindet, in welchem Bereich. Also ich tropfe da jetzt eine schöne Menge hinein. Das muss man dann ein bisschen einwirken lassen. Man sollte auch ein bisschen mit dem Löffel hier umrühren. Und das ergibt dann eben relativ bald so einen Farbumschlag. Ja, und wie wir sehen, sind wir da irgendwo im Bereich bei pH-Wert 5. Also je länger das muss wirken, also vielleicht wird es noch ein bisschen dunkler. Also wir sind hier irgendwo im Bereich 5 und das würde heißen, wir haben eigentlich einen starken Kalkbedarf. Also mit einem relativ sauren Boden. Also so kann man sich mit diesem pH-Meter einen Überblick verschaffen, einmal über den Kalkbedarf des Bodens. Wenn man es wirklich genauer wissen will, braucht man dann natürlich auch noch eine Bodenanalyse. Da wird es dann genauer analysiert. So, das war dieses Thema. Und als nächstes möchte ich noch ein bisschen vorzeigen, wie schaut das aus mit dem Salzsäure-Test. Den Salzsäure-Test macht man mit 10%iger Salzsäure. Und da geht es darum, wenn ich diese Salzsäure auf den Boden tropfe, braust es eben auf oder es braust nicht auf. Was bedeutet das? Wenn es aufbraust, heißt es ist freies Kalzium vorhanden. Wenn es nicht aufbraust, ist kein freies Kalzium vorhanden. Wenn wir jetzt schauen in der rechten Schüssel, da ist ein Boden mit niedrigem pH-Wert, wie wir gesehen haben, da gibt es auch kein Aufbrausen. Das heißt, da ist auch kein freies Kalzium vorhanden. Wenn wir uns jetzt das mit dem linken, auf dem linken Teller diesen Boden anschauen, da findet, wenn ich die Salzsäure drauftröpfle, ein Aufbrausen statt. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Und dieses Aufbrausen zeigt mir, dass im Boden freies Kalzium vorhanden ist. Das heißt, da würde ich jetzt keinen Bedarf haben, dass ich einen Kalk einbringe. Und so kann man das eben testen. Wichtig ist zu wissen, auch bei pH-Werten unter 6,3 hat dieser Salzsäure-Test wenig Bedeutung, weil man da davon ausgehen muss, dass ohnehin wenig freies Kalzium vorhanden ist. Genau,
Genau, das war jetzt eben diese Vorführung von diesem pH-Meter. Was man da noch dazu sagen muss, das ist pH-Meter. Das kann man auch bei der Firma Bodenkalk zum Selbstkostenpreis erwerben. Und da ist eben genau, da sind genau diese Sachen drin, die pH-Meter-Platte, der Löffel, die Indikatorlösung und eben so eine 10%ige Salzsäure, wo man dann eben sich selbst seinen Boden ein bisschen anschauen kann. Genau, kurz nochmal, zack, Boden wird in die Schale gegeben, dann gibt man eben diese Indikatorlösung dazu und eben nach dem Farbumschlag kann man sich dann eben orientieren, wo in etwa liegt denn der pH-Wert. Beim Salzsäure-Test habe ich eh schon alles dazu gesagt, keine Reaktion heißt kein freier Kalk oder kein Carbonat in diesem Fall. Eine Reaktion würde bedeuten, Carbonat vorhanden, freier Kalk vorhanden und dadurch ist auch dann meine Struktur in der Regel nicht gefährdet. Da sieht man jetzt kurz diese chemische Reaktion, die da passiert. Und zwar ist es eben das Carbonat, das mit der Salzsäure, mit diesem HCl reagiert. Und zwar zu CaCl2, also Calciumchlorid plus Wasser. Und das, was du eben dann so aufbraust und aufdampft, das ist eben dieses CO2, das dabei entweicht. Also so einfach ist es dann im Prinzip. Gut, jetzt habe ich eben auch da gesagt, wie sich das mit Kalk und Struktur verhält. Und jetzt möchte ich weiterkommen auch noch auf die Praxislösungen und die Produkte, die die Firma Bodenkalk anbietet. Und da möchte ich als allererstes einmal zwei wesentliche Punkte nennen. Und zwar ist das die Gesundungskalkung einerseits und auf der anderen Seite die Erhaltungskalkung. Eine Gesundungskalkung wird grundsätzlich dann durchgeführt bei sehr niedrigen pH-Werten, wenn mein pH-Wert abweicht von dem pH-Wert, den ich haben sollte, den ich haben möchte. Also quasi, um die Bodenfruchtbarkeit wieder zu erhöhen. Durch diesen niedrigen pH-Wert ist einfach die Bodenfruchtbarkeit ein bisschen eingeschränkt und dann erhöhe ich den pH-Wert und habe auch wieder bessere Bodenfruchtbarkeit. Für das nehme ich die Gesundungskalkung her. Auf der anderen Seite die Erhaltungskalkung. Man hat ja einen laufenden Verlust an Kalk, hauptsächlich durch Regen, aber auch was fürs Grünland sicher ein ganz interessantes Thema auch ist, wenn ich Gülle ausbringe, Gülle wirkt auch bodenversauernd und dieser Verbrauch, diesen Verlust muss ich halt von Zeit zu Zeit ausgleichen und dazu brauche ich die Erhaltungskalkung. Die dient eben zur Stabilisierung des pH-Wertes und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Also das sind zwar wichtige Maßnahmen, die man unterscheiden sollte und dann gibt es eben noch ganz gezielte Maßnahmen, die man durchführen kann im Obstbau, Weinbau, Wald, im Ackerbau und so weiter. Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Und was da auch noch ein ganz wesentlicher Punkt ist, bei Produkten und überhaupt beim Thema Düngekalke, ist einfach die Qualität. Wie erkenne ich, ob ein Kalk eine gute Qualität hat? Also an der Farbe, sage ich gleich mal vorweg, an der Farbe kann man es nicht erkennen. Entscheidend ist auf jeden Fall einmal der Gehalt an Reinkalk. Was ist da an CaO drinnen? Beziehungsweise was ist an Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat drinnen? Also ganz einfach die Gehalte, was ist drinnen, das ist natürlich einmal ganz einfach und logisch, dass das entscheidend einmal ist grundsätzlich. Natürlich gibt es dann auch verschiedene Bindungsformen von Kalken. Wir haben ja schon gehört, es gibt kohlensäure Kalke, also carbonatische Kalke. Die sind in Form von Carbonat gebunden. Der Brandkalk beispielsweise ist oxidisch gebunden. Der Unterschied ist, oxidisch gebundene Kalke, wie der Brandkalk das eben ist, der hat eine sehr hohe Reaktivität. Der braucht nur ein bisschen Wasser, um zu reagieren und eben dann seine Wirkung zu entfalten. Bei carbonatischen Kalken, also bei kohlensäuren Kalken, ist es wiederum so, die brauchen im Boden eine gewisse Säure, dass sie sich lösen. Also das ist da mal ein wesentlicher Unterschied auch. Dann natürlich habe ich da unerwünschte Nebenbestandteile drin oder nicht, also irgendwelche Schwermetalle und so weiter. Das würde man natürlich auch nicht wollen, dass man das auf seinen Boden ausbringt.
Und ganz ein wesentlicher Punkt, das ist, glaube ich, eins von den ganz wichtigsten Sachen in diesem Zusammenhang, bei karbonatischen Kalken, die müssen sehr fein sein. Ein guter Kalk ist mahlfein, der, wenn man den angreift und in die Hand nimmt, der ist wie ein Mehl. Und warum ist das so? Das hängt wieder eben auch mit der Bindungsform zusammen. Karbonatische Kalke, wie ich gesagt habe, brauchen Säuren. Und je feiner das Produkt vermahlen ist, umso eine größere innere Oberfläche hat es dann und umso leichter und schneller können die Säuren den Kalk dann auch zersetzen und umso schneller wirkt der Kalk. Da gibt es immer wieder Produkte, sage ich einmal, die Sound sind, die wie Sound sind, ein Kalksand. Und da sind halt dann die guten Verkaufsschmähs, sage ich einmal, dass man sagt, ja, das ist ein super Kalksand und der lässt sich so super strahlen und der starb nicht einmal. Ja, das sind halt dann diese Sachen. Aber man muss auch bedenken, Sandteilchen sind wesentlich größer und haben dadurch eine sehr geringe innere Oberfläche verglichen mit sehr feinen Produkten. Und dadurch wirkt der einfach auch nicht. Und da ist auch, da bringt es ja nichts, wenn derjenige dann auf den Kalk da Salzsäure drauf schiebt und sagt, ja, das brauchst eh auf. Es ist ja trotzdem ein Kalkstein, aber wir haben ja trotzdem auch in Österreich Böden, wo Kalkgestein da ist und wo ich trotzdem einen zu niedrigen pH-Wert habe, weil eben selbst der bloße Stein, wenn ich den mit Salzsäure betröpfel, selbst der braust auf. Aber das heißt nicht, dass er dann eine gute Wirkung hat. Der muss fein vermahlen sein. Das ist mir sehr wichtig, dass das die Leute verstehen und darum reite ich jetzt auf den Punkt ein bisschen herum. In Österreich ist es auch so, dass in der Düngemittelverordnung es eine Vorschrift gibt für die Feinheit für Düngekalke. Und zwar ist da festgeschrieben, 100% der Teilchen müssen kleiner sein als 1 mm und 80% kleiner als 3 mm. Das ist eigentlich der Standard, der in Österreich bei österreichischen Produkten dann eingehalten werden muss. Und das ist, ja, Vorsicht bei Produkten aus dem Ausland, eben weil eben diese Feinheiten in der Düngemittelverordnung gelten für österreichische Produkte. Im Ausland werden da dann eben andere Produkte teilweise angeboten und die werden halt dann auch immer wieder gerade in grenznahen Bereichen auch nach Österreich gebracht. Da sollte man echt aufpassen, weil da kann man ein vermeintlich günstiges Produkt trotzdem mehr Geld vernichten, wenn man der Kalk dann halt erst irgendwann in 100 Jahren wirksam wird. Ja, wichtigste Aussage dieser Folie, je feiner der Kalk, umso besser die Wirkung. Das sollte man sich wirklich merken. Und jetzt möchte ich noch sagen, was ist der Unterschied zwischen Carbonat, CaCO3, und dem CaO, dem Brandkalk? Das Carbonat, wie wir da sehen, hat eine Reihe von Namen, Calciumcarbonat, Kalkstein, Calcit und so weiter. Wir nennen es eigentlich immer Kohlensäurekalk. Kohlensäurekalk, dann ist für uns klar, die Bindungsform CaCO3 wird da gemeint. Und jetzt ist es so, wir sehen hier dann darunter dieses CaO, das ist das Calciumoxid oder auch der Brandkalk. Und wie wir schon gesagt haben, über diesen CaO-Gehalt kann man Produkte damit untereinander vergleichen. Das ist eigentlich die Vergleichsgröße, die man da heranzieht. Und man kann auch zwischen CaCO3 und CaO umrechnen, also von CaCO3 auf CaO wäre der Faktor 0,56. Wenn man das Ganze jetzt praktisch gestalten würde, dann sagt man einfach, wenn ich vom Brandkalk, vom CaO umrechnen will auf CaCO3, aufs Carbonat, dann sage ich einfach mal 2. Wenn ich jetzt habe, eine Empfehlung, ich sollte 1000 Kilogramm CaO pro Hektar ausbringen, dann heißt es in etwa 2000 Kilo Kohlensäurekalk, dass ich dieselbe Menge habe, dass das passt. Jetzt noch, wie wird Brandkalk überhaupt hergestellt? Und zwar passiert es so, da kommt eben dieser Kalkstein im Werk in einen Ofen und der wird dort gebrannt. Bei Temperaturen irgendwo 900 bis 1200 Grad und dabei wird das Kohlendioxid ausgetrieben. Und übrig bleibt dann, wie wir sehen, dieser Brandkalk, dieses CaO. Und unten noch kurz diese chemische Reaktion. Eben das Carbonat plus die Hitze reagiert zu Brandkalk, CaO, plus dieses CO2, das da dann verschwindet. Und das ist eben der Unterschied
zwischen CaCO3 und CaO, zwischen Kohlensäurenkalk und Brandkalk. Genau, und jetzt komme ich wirklich einmal zu den Produkten, die die Firma Bodenkalk anbietet. Und beginnen möchte ich da mit den Kohlensäurenkalken, also mit den karbonatischen Kalken. Wie wir schon gesagt haben, das müssen sehr fein vermahlene Produkte sein, die den pH-Wert dann regulieren, und die kann man einsetzen. Die kann man eigentlich, sage ich mal, überall einsetzen, auf leichten, mittelschweren Ackerböden, Grünland, Almflächen und Wald. Sind biotaugliche Produkte. Von der Ausbringung her gibt es da, sage ich mal, zwei Varianten. Feuchtkalke würde man mit dem Tellerstreuer ausbringen, Trockenkalke mit dem Schneckenstreuer. Was macht das für einen Unterschied? Bei der Anlieferung, sage ich mal, Feuchtkalke haben den Vorteil, die können einfach mit dem LKW angeliefert werden und werden dann eben auf den Acker, auf die Wiesen quasi hingeschüttet und können von dort dann mit einem Frontlader auf den Tellerstreuer geladen werden und dann ausgebracht werden. Also das ist vom Umschlag her relativ einfach. Bei den Trockenkalke ist so, die werden mit dem Schneckenstreuer ausgebracht. Das ist der untere Streu im Bild, der Tellerstreuer ist der obere. Und beim Schneckenstreuer ist so, dadurch, dass diese Kalke trocken sind, dürfen die natürlich nicht nass werden. Und deshalb braucht man da dann ein Silo. Das wird dann quasi mit dem Silo angeliefert und ist halt von dem her ein bisschen umständlicher, sage ich einmal. Was für Gehalte an Reinkalk, an CaO, haben Kohlensäurekalke der Firma Bodenkalk? Das bewegt sich irgendwo im Bereich zwischen 48% und 53%. Warum diese Schwankung? Deshalb, weil auf Wunsch ist es auch möglich, dass diese Kohlensäurenkalke Phosphor beigemischt wird oder eben Schwefel. Und das, dadurch, dass ihr ein anderes Element einbringt, senkt natürlich den CaO-Gehalt. Beim Magnesium ist egal. Magnesium ist ebenfalls karbonatisch gebunden. Und da ist auch noch ganz wichtig, die Firma Bodenkalk hat die Möglichkeit, garantiert magnesiumfreie Ware zu liefern. Warum ist das wichtig? Es ist grundsätzlich so, wenn ich einen Boden habe, wo ich von Haus aus schon hohe Magnesiumanteile am Austauscher habe, brauche ich nicht zusätzlich noch Magnesium. Das ist für die Bodenstruktur nicht förderlich. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, dass man Magnesiumfreiheit garantiert. Und bei der Firma Bodenkalk ist es so, Magnesiumfreiheit heißt kleiner 3% Magnesium. Und es ist auch so, dass alle Werke, die hier liefern können, intern bei der Firma Bodenkalk eben Qualitätskriterien unterliegen. Und diesen Qualitätskriterien sind eigentlich dann auch alle Werke verpflichtet, die haben unterschrieben dafür, dass sie diese Standards einhalten. Diese werden auch kontrolliert, und sollte das einmal passieren, dass da diese Standards nicht eingehalten werden, haben wir auch die Möglichkeit, hier Sanktionen auszusprechen. Also das einmal grundsätzlich dazu. Das waren jetzt die Kohlensäurenkalke. Dann gibt es auch das Produkt Güllekalk. Man kann Kalk mit Gülle und Mist mischen, und zwar Kohlensäurekalke. Und beim Güllekalk ist es eben so, der wird in die Güllegrube eingeblasen. Wichtig ist hier auch, dass kein Magnesium dabei ist, weil Magnesium leicht absinken kann in der Gülle. Und wir sagen auch immer dazu, es sollte eine Trockensubstanz, ein Trockensubstanzanteil von 5% sein. Da kann sich dann einfach der eingebrachte Kalk besser anlagern an dieser Substanz. Und wir sagen auch noch dazu, dass man maximal 5% einbringen soll. Das entspricht 50 Kilogramm pro Kubikmeter. Das Produkt Güllekalk ist biotauglich. Und wenn ich da diese 50 Kilo pro Kubikmeter einbringe, entspricht es in etwa einer Erhaltungskalkung von 1000 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Und auf Wunsch kann man da natürlich auch 2% Schwefel in Form von Naturgips, in Form von Sulfat einbringen. Dann kann man theoretisch auch eine Schwefeldüngung gleich mit erledigen. Also die Gülleausbringung, Kalkung und Schwefeldüngung hätte man da in einem Schritt. Und wenn ich Schwefel dazu gebe, dann wäre das natürlich am besten im Frühjahr zu machen, weil das Sulfatschwefel dann wirklich die gesamte Saison gut pflanzenverfügbar ist. Genau, jetzt sieht man da ein kurzes Video.
dieser Anwendung vom Güllekalk, das möchte ich noch herzeigen auch, wie man sich das vorstellen kann. Grundsätzlich muss man hier zuerst schauen, dass man die Schwimmdecke schön aufmixt und schön homogenisiert, dass da wirklich keine Klumpen mehr sind, dass die ja, Gülle eine schöne, homogene Gülle eben ist. Wie wir es da sehen. Dann kommt so ein Silo-LKW. Ja, da sehen wir jetzt, wie dann die Gülle aussieht. Jetzt sehen wir dann eben diesen Silo-LKW. Der fixiert dieses Einblasrohr dann am Mixer oben. Und dieser Mixer wird dann mit dem Schlauch und dem Einblasrohr in die Gülle gegeben. Und der Mixer wird dann eingeschalten. Und während der Mixer läuft, sehen wir, während dieser Mixer eben dann läuft, wird eben der Kalk langsam eingeblasen. Das dauert eben dann auch seine Zeit, weil man einfach nicht zu viel auf einmal einblasen darf. Da braucht auch der LKW-Fahrer ein gutes Gefühl. Und so schaut es dann eben aus, wenn so der Kalk eingeblasen wird. Relativ unspektakulär. Und so reichert man dann eben die Gülle mit Kalk und im Optimalfall auch mit Schwefel an und hat dann eben quasi seine Gülle zu einem schönen Nährstofflieferant gemacht für sein Ocker, Grünland, wo auch immer das dann ausgebracht wird. Genau, da sehen wir das dann. So schaut das dann aus und das kann dann sehr gut ausgebracht werden. Da habe ich eben dann die Gülleausbringung, die Kalkung und die Schwefeldüngung in einem Schritt erledigt. Also die Möglichkeit gibt es da. Dann gibt es noch ein weiteres Produkt, das Bokasulf Naturgipsmehl. Und zwar ist das ein Produkt, das als Güllezusatz geeignet ist oder zum Ausbringen auf Acker und Grünland. Das hat den Vorteil, dass die Ammoniakausgasung im Durchschnitt um 20% reduziert werden kann. Wie kommen wir auf das Ergebnis? Das ist in der Gülleversuchsanlage in Raumberg-Gumpenstein so getestet worden. Und da ist eben bei diesem Versuch herausgekommen, dass die Ammoniakausgasung bei der Lagerung im Durchschnitt um 20% reduziert werden kann. Und weiters ist auch noch wichtig bei dem Punkt zum sagen, dass Sulfatschwefel, also die Form SO4 vom Schwefel, dass die in die Gülle eingebracht werden darf, weil die führt zu keiner Bildung von giftigen Schwefelwasserstoff. Warum erwähne ich das jetzt da extra? Es hat da in Österreich vor einigen Jahren einen Fall gegeben, da ist eben elementarer Schwefel in die Gülle eingerührt worden und elementarer Schwefel erhöht die Bildung von Schwefelwasserstoff. Und Schwefelwasserstoff ist eben ein starkes Atemgift und da geht es relativ schnell und man ist weg. Damals in dem Fall, das war in Tirol, da ist es eben so gewesen, dass eben 12 Rinder von einem Landwirt aufgrund dieser Bildung von Schwefelwasserstoff verendet sind und auch der Landwirt selbst hat sie zum Glück noch retten können. Und das passiert eben, wenn man elementaren Schwefel in die Gülle einrührt, deshalb ist das in Österreich auch verboten. Das ist von der Bundesagentur für Ernährungssicherheit eben verboten worden und das darf man nicht mehr machen. Was bringt jetzt auch für einen Vorteil der Sulfatschwefel weiters noch mit sich? Er bildet auch eine dünnere Schwimmdecke. Das heißt, man wird auch bei der nächsten Gülleausbringung sagen, man hat einen geringeren Zeitaufwand beim Aufmixen. Und da unten im roten Kreis, da sehen wir eben, das Blaue ist mit Gipsmehl behandelt, das Graue ist die Rohgülle und da sieht man einfach, dass die Ausgasung von NH3 von Ammoniak einfach geringer ist. Und zusätzlich auch die Bildung von Schwefelwasserstoff ist auch geringer. Also die Vorteile hat man da ein bisschen sehen können. Genau, dann kommen wir noch zu den Kalkgranulaten. Das sind grundsätzlich feinst vermahlene Kalke und diese werden dann quasi wieder regranuliert in Größen von 2 bis 6 mm. Und da gibt es eben diese Produktpalette, wie wir sie hier sehen. Das Kalkkorn ist ein reiner Kohlensäurekalk mit 53% oder mindestens 53% CaO. Das Kalkkorn S hat halt dann 2% Schwefel dabei. Kalkkorn MG30 hat eben das, dass 30% Magnesiumcarbonat dabei ist. Wenn ich dann eben irgendwo einen Magnesiummangel habe, dann ist das ein gutes Produkt. Dann gibt es noch mit Phosphor und eben das Naturgipskorn, das einfach Sulfatschwefel
enthält. Kalkgranulate sind alle biotauglich. Und welchen Vorteil haben diese Kalkgranulate jetzt? Der Vorteil ist einfach, ich bin erstens einmal unabhängig. Ich kann mir, sage ich mal, so eine Granulate bestellen, die werden im Big Bag beispielsweise angeliefert. Und wenn ich dann selbst noch so einen Mineraldüngerstreuer habe, dann kann ich das super ausbringen, wenn es mir gerade reinpasst. Der weitere Vorteil ist, ich kann damit auch auf Steilflächen kalken, wo ich mit einem Streuer vielleicht nicht mich hinfahren dran würde oder wo ich sage, nein, das ist mir zu steil mit einem schweren Anhänger, dass ich da mal dumm fahre. Da kann ich eben diese Kalkgranulate anwenden. Wie gesagt, sind alle biotauglich. Dann gibt es noch das Produkt Mischkalk. Mischkalk ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Kohlensäurekalk und Brandkalk mit einem Kalkwert von in etwa 60% CaO. Da wäre normale Mischkalk, der ist eben zur Erhaltungskalkung geeignet auf Böden, wo die Magnesiumversorgung passt, also wo ich nicht zusätzlich Magnesium brauche. Dieser ist auch garantiert magnesiumfrei. Dann gibt es eben Magnesiummischkalk auf Böden, wo ich eben dann Magnesium brauche. Und was auch noch möglich ist, ist Mischkalk mit Schwefel. Also da ist dann eben Sulfatschwefel zusätzlich dabei. Also diese Varianten gibt es da. Mischkalk wird halt, wie wir das sehen, im Grünland angewendet und im Ackerbau gerne auch zur Hygienisierung. Und der Vorteil ist, ich habe da langfristige Wirkung durch den Kohlensäurekalkanteil und eine rasche Wirkung durch den Brandkalkanteil. Und wie wir sehen, angeliefert wird es da in dem Beispiel im Silo. Genau, dann möchte ich noch zum Thema Brandkalke kommen. Brandkalke sind, wie wir schon gesagt haben, gebrannte Kalksteine. Diese werden verwendet zur Lockerung, zur Strukturverbesserung, zur Stabilisierung der Krume gegen Verschlemmung. Also das haben wir eh vorhin ein bisschen gehört. Als ideal eben bei mittleren und schweren Böden, haben einen sehr hohen CaO-Gehalt von mindestens 92%, also ist das sehr hoher Wert. Und von der Anlieferung her oder von den Korngrößen her gibt es da 0 bis 4 mm. Das ist sehr fein, die kann man mit dem Schneckenstreuer ausbringen. Dann gibt es 1 bis 3 mm und 3 bis 8 mm, die kann man mit einem Pendel- oder Tellerstreuer ausbringen. Was ich da auch noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass bei den Brandkalken auch so ist, dass die zusätzlich leicht in die oberste Bodenschicht auch eingearbeitet werden sollten und vor allem sie sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen. Also wenn ich jetzt ein Big Bag habe, dass da nicht ein Wasser reinkommt, weil das kann durch die hohe Reaktivität gefährlich werden, weil das kann zum Brennen anfangen. Ja, somit bin ich eigentlich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich kann da jetzt noch dazu sagen, falls es noch Fragen geben sollte, bitte einfach an die Firma Bodenkalk wenden oder mir vielleicht auch direkt eine E-Mail schreiben. Meine Kontaktdaten sieht man da eh. Und ja, somit bin ich eigentlich fertig und dann würde ich mir jetzt einmal anschauen, ob da Fragen gekommen sind und welche Fragen das hier sich ergeben haben. So. Also, ich habe da mal eine Frage, und zwar, wir haben in den vergangenen Jahren viel Kalk gestreut und jetzt ist das Magnesium viel zu hoch. Also, was kann da natürlich dann das Problem sein? Die Frage ist dann, welcher Kalk ist ausgebracht worden? War vielleicht in diesem Kalk, war das ein Magnesiumkalk und hat es davor vielleicht eine Bodenanalyse gegeben, wo man sich das angeschaut hat, ob man überhaupt dann ein Magnesium braucht? Wenn ich dann natürlich kein Magnesium gebraucht hätte und die Magnesiumkalk verwendet habe, dann wird das eigentlich die Erklärung sein, warum jetzt plötzlich das Magnesium da in diesem Bereich zu hoch ist. Dann habe ich da noch eine Frage. Ich habe einen Acker, wo der pH-Wert bei 7,1 liegt. Das ist ein sehr schwerer, klumpiger, klebriger Boden. Und da ist dann die Frage, welche Möglichkeiten gibt es da, um Kalk zuzuführen, ohne den pH-Wert weiter zu erhöhen? Wenn da jetzt Kalk steht, würde ich sagen, in dem Fall muss man ja Calcium zuführen. Und wenn man den pH-Wert dann nicht weiter erhöhen muss dann oder erhöhen will, dann würde ich sagen, dann braucht man dazu eben das Sulfat, also diesen Gips, der ist nicht pH-wirksam.
dieses Calciumsulfat liefert das Calcium und da kann man dann eben quasi das Bokasulf nehmen oder eben das granulierte Naturgipskorn. Die zwei Varianten könnte man da nehmen. Wo es auch noch möglich wäre, wo es aber unter Umständen auch oder wo es dann auch pH-Wert wirksam ist, wäre, wenn man ein bisschen am Brandkalk ausbringt, der dann auch das freie Calcium liefert. Genau, dann nächste Frage wäre, welcher Futterkalk ist der richtige für Rinder und Schweine und was ist zum Wand- und Deckenstreichen im Stall besser, Löschkalk oder Brandkalk? Da muss ich kurz dazu sagen, Futterkalk ist grundsätzlich nicht unser Fachgebiet. Wir vertreiben keine Futterkalke bei der Firma Bodenkalk und auch keine Kalke zum Wand- und Deckenstreichen. Ich kann da nur so viel sagen, beim Futterkalk ist es eben so für Rinder und Schweine, dass das auch sehr, sehr feine Kalke sein müssen, eben, dass man die dann in der Ration einbringen kann zur Calcium- und Magnesiumversorgung, weil das ist meistens ein bisschen ein Problem in den Rationen, eben, dass man da dann Calcium und Magnesium über die Futterkalke einbringt. Und beim Wand- und Deckenstreichen im Stall würde ich weder Löschkalk noch Brandkalk empfehlen. Brandkalk schon gar nicht, weil der natürlich sehr stark mit Wasser reagiert, wie wir eh schon gesagt haben. Und der Löschkalk ist im Prinzip ja nur der Brandkalk, der dann schon mit Wasser abgelöscht worden ist. Und im Endeffekt würde ich da verwenden eine Kalkmilch. Das ist dann der Löschkalk, der zusätzlich dann noch mit Wasser quasi verdünnt worden ist. Und das kann man dann für die Zwecke da hernehmen, dass man da im Stall quasi die Decken und die Wände streicht. Ja, dann habe ich noch eine weitere Frage. Ist eine mehrmalige Kalkung der Kulturen in einer Vegetation sinnvoll? Also da würde ich grundsätzlich sagen, wenn ich kalke, dann würde ich schon schauen, dass ich das natürlich mit einer Überfahrt im Jahr schaffe und dass ich das mache. Also grundsätzlich würde ich eigentlich nicht zweimal kalken. Also das denke ich, das muss man sich vorher so überlegen, dass man das mit einmal schafft und sonst einfach in den Folgejahren, wenn ich da noch was nachkalken will, in den Folgejahren das zu machen. Die nächste Frage ist, macht es überhaupt Sinn zu kalken, wenn im Grünland, in einem vierschnittigen Grünland, der pH-Wert bei 6,5 bis 7 liegt? Da muss man so sagen, das habe ich eh erwähnt, man hat natürliche Verluste durch Regen, durch die Gülledüngung beispielsweise im Grünland und da hat man natürlich einen laufenden Verlust an Kalk und natürlich macht es auch bei pH-Werten von 6,5 bis 7 Sinn, dass man Erhaltungskalkung macht, alle paar Jahre, dass man sich das mit Bodenanalysen ein bisschen anschaut, wo ist mein pH-Wert und dass ich dann in dem Bereich den halt, weil vom pH-Wert her, von den Nährstoffverfügbarkeiten, wie wir da gesehen haben, ist der Bereich ja relativ gut. Genau, der nächste Punkt ist, oder die nächste Frage ist, warum sind die Preise für Brandkalk höher als im letzten Jahr, obwohl der Gaspreis seit August 2020 80% nachgegeben hat? Mineraldüngerpreise sind bereits stark gefallen. Da gibt es einen Unterschied zwischen Mineraldünger und Brandkalk bei der Herstellung. Und zwar ist es bei der Brandkalkherstellung so, dass die Werke da schon längerfristig sich das Gas gesichert haben, zu günstigeren Preisen, weil einfach ein Großteil vom Brandkalk in die Industrie geht und die wollen einfach sichere Preise haben. Und das ist einfach auch die Begründung, Bei Stickstoffherstellung ist es eben so, dass die quasi täglich das Gas kaufen zu den tagesaktuellen Preisen und dadurch wirkt sie eben diese Schwankung viel stärker natürlich aus vom Gaspreis. Genau, und wenn man beim Braunkalk diese Steigerung da mit einberechnet hätte, dann hätte er letztes Jahr sowieso über 400 Euro die Tonne gekostet und da wäre es wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll gewesen, das Produkt zu verkaufen, weil es eh niemand gekauft hätte. Dann ist noch Frage, wie wichtig ist das Calcium-Magnesium-Verhältnis in der Bodenanalyse für die Nährstoffverwertung? Also ich glaube, das zielt auf die Nährstoffverfügbarkeit aus, wie wir gesagt haben. Da muss man sagen, grundsätzlich das Calcium-Magnesium-Verhältnis ist eigentlich für die Bodenstruktur entscheidend. Bei der Nährstoffverfügbarkeit geht es eigentlich viel mehr um
um den pH-Wert, dass der passt. Also das darf man da nicht vermischen, sage ich einmal, Calcium-Magnesium-Verhältnis, Struktur, Nährstoff, Verfügbarkeit, eben pH-Wert. Dann kommt noch Frage, möchte gerne den Pflug weniger einsetzen, wann ist trotzdem der beste Zeitpunkt? Also im Ocker ist, würde ich sagen, ein guter Zeitpunkt beispielsweise die Stoppelkalkung, da ist der Boden gut befahrbar, also würde ich da sagen. Bei Hockfrüchten beispielsweise bietet sich auch eine Vorsaatkalkung an. Der Vollständigkeit halber möchte ich das jetzt auch aufs Grünland ausdehnen. Da wäre meiner Meinung nach der optimale Zeitpunkt im Frühjahr. Warum im Frühjahr? Da könnte ich gleichzeitig auch Schwefel mit ausbringen. Da kann ich das gemeinsam mit der Gülle beispielsweise ausbringen zusammen. Und da wird auch der aktuelle Grünlandbestand oder der jährliche, der aktuelle Grünlandbestand ja auch schon von der Kalkung profitieren. Also das wäre da das. Was im Grünland auch möglich ist, natürlich im Herbst der Kalkung durchzuführen, da dann aber ohne Schwefel. So, dann schauen wir noch, was es noch so gibt. Hallo, schönen Abend. Also was das gute Zeug kostet, das ist immer eine schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich für Beratung und Forschung zuständig und wenn es da Fragen zu Preisen gibt, da möchte ich gern auf meine Kollegen verweisen. Die sind ja auf unserer Homepage, da findet man auch die Kontaktdaten und wenn es da Fragen gibt, die geben da gerne Auskunft dazu. Da ist eben die Frage wieder, gibt es einen Kalk ohne Magnesium bei uns und ist die Kalkung das Magnesium viel? Okay, also da geht es eh wieder um das Thema, es gibt magnesiumfreie Kalke, da muss man einfach ab uns nachfragen, kann man liefern, ist kein Problem. Wann und wie den pH-Wert bestimmen? Also da gibt es auch Regeln, also pH-Wert bestimmen, ich würde das jetzt mit einer Bodenanalyse quasi machen. Und eine Bodenanalyse macht man eigentlich dann, sagen wir, wenn der Boden, er sollte nicht nass sein. Die Grundregel ist einfach, dass er befahrbar ist. Dann passen auch die Bedingungen, dass man Bodenanalyse macht. Und das kann man einfach dann machen. Das kann man im Frühjahr machen, das kann man im Herbst machen, das kann man unterm Jahr machen. Wichtig ist einfach, dass der Boden nicht nass ist oder nicht feucht ist, sondern dass er einfach befahrbar ist. Und da sollte man dann grundsätzlich auch noch beachten, wie man so eine Bodenprobe auch richtig zieht, dass man da wirklich sich einen repräsentativen Mittelpunkt sucht und dann eben die Probe zieht mit mehreren Einzelproben und diese dann durchmischt und dann ins Labor schickt. Und was in weiterer Folge auch zu beachten ist, wenn dann in Zukunft wieder mal eine Bodenprobe gemacht wird, dann sollte man die im ähnlichen Zeitraum machen, dann sind die ja miteinander besser vergleichbar. Hallo, ich komme aus RLP in Deutschland. Wir haben Lehmböden mit relativ hohen pH-Werten um ca. 7. Schadet dann eine Kalkung der Phosphorverfügbarkeit? Ich glaube, das habe ich eigentlich eben vorher schon beantwortet. Und zwar die Phosphorverfügbarkeit, haben wir ja gesagt, ist im Bereich 6 bis 7,3 sehr gut. Wenn man dann über 7,3 kommt, wie die rote Kurve da war, da geht es ja dann wieder nach unten, die Verfügbarkeit. Also man sollte da schauen, dass man nicht über 7,3 kommt, dann dürfte es kein Problem mit der Phosphorverfügbarkeit geben. Die Frage, wie viel Tonnen am Hektar werden benötigt, das ist eigentlich so nicht zu beantworten, weil da müsste man schon wissen, was ist die Bodenart, wie ist der aktuelle pH-Wert und was ist die Zielsetzung, ist das ein Ocker, ist das ein Grünland? Also da sind so viele weitere Faktoren, die da mit einspielen, dass man das so einfach nicht sagen kann. Wie viel kostet so ein pH-Meter? Das kann man, wie ich gesagt habe, zum Selbstkostenpreis bei der Firma Bodenkalk kaufen und es ist derzeit noch 60 Euro, was das kostet. Wie reagieren Gülle und Kalk miteinander?
Da muss man unterscheiden. Es gibt, wie wir gesagt haben, Brandkalke und Mischkalke und es gibt Kohlensäurekalke. Kohlensäurekalke kann ich ohne Probleme mit Gülle und Mist mischen, ohne dass ich Stickstoffverluste befürchten muss. Bei Brandkalken und Mischkalken ist es eben so, also Mischkalk hat ja auch einen Brandkalkanteil, deshalb sind die da dabei. Brandkalk und Gülle reagieren so, dass eben, also Gülle und Mist, wenn ich eben da einen Braunkalk dazu gebe, der erhöht den pH-Wert der Gülle so stark, dass eben das Gleichgewicht von Ammonium zu Ammoniak verschoben wird und Ammoniak ist ein Gas. Und das heißt, der Ammoniak, der gast dann aus, das heißt, ich habe einen Stickstoffverlust. Deshalb sollte ich Brandkalk mit Gülle nicht mischen. Wenn ich jetzt irgendwo einen Brandkalk ausbringe und eine Gülle, dann sollte ich schauen, dass ich optimalerweise zuerst die Gülle ausbringe, dann einen Bearbeitungsschritt oder einen Regen abwarte und dann den Brandkalk drauf gebe. So. Okay, da gibt es eine Frage zum Güllekalk. Wenn dieser eben eingemischt wird, muss die gesamte Gülle ausgebracht werden und kann man Reste in der Grube belassen? Also grundsätzlich wäre es natürlich schon optimal, dass man dann den Großteil ausbringt, weil es sonst natürlich unter Umständen dazu kommen kann, dass sich ein bisschen was absetzt. Ich sage aber dann in weiterer Folge, wenn man dann wieder schön aufmixt, gibt es da selten Probleme, dass sie da große Mengen Kalk irgendwie ablagern. Also wir haben da sehr gute Praxiserfahrungen gemacht bis jetzt. Wann soll ich im Grünland wahrscheinlich kalken? Das habe ich eh schon gesagt. Das ist echte Böden. Okay, da kommt eine sehr konkrete Frage. Das ist echte Böden. Muss ich sagen, die von Stefan LFS Klesheim, also zu dieser Frage würde ich eigentlich sagen, dass wir uns vielleicht einmal unterhalten sollten, dass wir da einmal uns, weiß nicht, telefonisch in Verbindung setzen oder das per E-Mail machen, kann jetzt auf die Schnelle nicht beantworten so. Kalkum im Grünland mit Rindermist ist möglich, haben wir eh schon gesagt, das kann man mischen und dann gemeinsam ausbringen, ist kein Problem. Ja, Erfahrung, Mischkalk kurz vom Säuer, eben, dass der Boden nicht so verschlemmt. Eben, wie wir gesagt haben, auch der Mischkalk bringt ja freies Calcium in den Boden ein, ähnlich wie der Brandkalk und dadurch, wie ich im Vortrag erklärt habe, habe ich eben dieses freie Calcium und diese Sicherung der Struktur. Also da habe ich dann eine gute Struktur und das funktioniert auch beim Soja. Soll ja auch beim Soja ganz gut funktionieren. Bei der Gülle ist es so, Gülle verbraucht Calcium deshalb, weil in der Gülle der Stickstoff hauptsächlich in Form von Ammonium ist. Also ich hoffe jetzt nicht, dass du jetzt der Güllekalk gemeint ist, aber in der Gülle selbst ist es so, dass der Stickstoff hauptsächlich in Form von Ammonium da quasi gebunden ist und dieses Ammonium wird im Boden von Bakterien dann eben umgewandelt in Nitrat. Jetzt ist es so, dass dieses Ammonium hat ja die Formel NH4. Wenn jetzt das Stickstoffteilchen quasi da weggenommen wird und umgeht zum Nitrat, dann werden auf der anderen Seite 4 Wasserstoffionen frei. Und die Wasserstoffionen, diese H-Plus-Ionen, sind ja, wie wir gesagt haben, bodenversauernd. Und das ist der Grund, warum hohe Güllegaben dann auch sehr stark bodenversauernd wirken können. Ja, ich glaube, jetzt habe ich hoffentlich alle Fragen beantwortet und ich hoffe, auch so beantworten können, dass es zufriedenstellend ist. Ja, somit muss ich sagen, bin ich dann wirklich am Ende und ja, danke.
Recht herzlichen Dank, Herr Gruber, für Ihren spannenden und informativen Vortrag. Ja, ich glaube, für den heutigen Abend sind mal keine Fragen offen geblieben zum Thema Kalk. Falls noch Fragen auftauchen, dann haben Sie, wie schon eingangs erwähnt, die Möglichkeit, diese Fragen gerne per Mail an landwirt.com zu schicken. Wir leiten diese Fragen selbstverständlich gerne weiter. Ich hoffe, Sie hatten heute auch so viel Spaß wie ich bei diesem Abend mit Herrn Gruber gemeinsam und konnten viele Informationen für sich und Ihren Betrieb mitnehmen. Und damit bleibt mir nur noch, dass ich Ihnen einen angenehmen und erholsamen Restabend wünsche. Bis auf bald!